Ich sag schon mal klopf, klopf. Hi, mein Name ist Dennis Mepiel und wir sind heute da, weil heute eine Indie World kommt. Ja, eine Indie World. Nintendo hat sich eigentlich bis jetzt mit einer Pokémon Direct gezeigt. Was gab's noch? Eine Super Smash Bros. Präsentation mit dem letzten Charakter vom Fighters Pass Nr. 1. Und dann gab's noch, was gab's noch? Animal Crossing Direct, stimmt, das gab's ja auch noch. Ja, und jetzt haben wir eine Indie-World, also immer noch keine normale Nintendo Direct, aber wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Nintendo Direct. Aber bei einer Indie-World gibt's auch immer ganz interessante Spiele. Es gab auch schon mal ganz interessante Projekte, die sogar mit quasi mit Nintendo-Charakteren gecrossovert wurden. Was für ein Wort. Und wir befinden uns gerade in einer nicht sehr leichten Phase, sagen wir so, unserer Menschheit. Ich will nicht sagen, dass der Virus, Coronavirus, man verharmlosen soll, das sage ich überhaupt nicht. Aber er schadet doch in der Wirtschaft sehr viel Schaden an. Und das ist genau das, worauf wir jetzt achten müssen. Wir müssen, natürlich müssen wir Rücksicht nehmen, was haben Microsoft, Sony und Nintendo jetzt so vor. Man kann natürlich nicht hundertprozentig agieren. Deswegen glaube ich auch ein bisschen, dass Nintendo Direct auch verschoben wurde aufgrund des Coronavirus. Ganz, ganz, ganz schwierige Situation gerade weltweit, aber auch bei vielen Firmen. Man kriegt überall so mit, wo man gerade beeinflusst wurde. Genau, und jetzt, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit zurechtkommen. Anfang des Jahres. Ich meine, Fußballfans werden ziemlich leiden. Ich bin auch Fußballfan, finde es schade, aber irgendwie gewöhnt man sich auch daran und man findet auch ein bisschen schön, dass man Zeit jetzt mal für seine Familie zum Beispiel hat. Oder halt mal sich einfach mal so nimmt. Man hat es ja einfach jetzt und man verbringt es einfach noch intensiver als sonst. Ja. Gut, wenn ich halt auch ganz ehrlich sein muss, ich habe ja auch Job und so weiter neben Endtower und da sieht es natürlich auch schon übel aus. Und ja, da muss man halt jetzt gucken, was man halt tut und was man halt auch, dass man auch zusammensteht und versucht, diese Krise zu überwinden. Denn wir reden hier nicht nur von einer Pandemie, sondern auch natürlich von einem wirtschaftlichen Schaden, der hier zustande kommt, besonders durch die Ansteckung in China. Und jetzt kriegen wir ja selber noch die Pandemie ab. Das ist halt auch nochmal heftig. So, ich sehe gerade, im YouTube-Chat wird gerade ein YouTuber gedisst. Die ging gerade ziemlich alle ab. So. Ich würde sagen, ich kommentiere jetzt auch einen Chat. Nein. So, wir befinden uns so 8 Minuten noch entfernt. Ich weiß ja nicht, gab es irgendwie Gerüchte, gab es keine Gerüchte? Hört er mich überhaupt? Ja, er hört mich. Oh. Ich weiß nicht, gab es irgendwie Gerüchte? Ich glaube, es gab wenig Gerüchte. Und wenn heute was angekündigt wird, was so einem Gerücht quasi hindeutet, dann würde jeder sagen, natürlich, natürlich. In dem Fall weiß ich aber selber nichts. Hey, an Spiral 2, guten Abend, also guten Nachmittag, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie noch Nachmittag. Für mich fängt der Abend ab 20 Uhr an. So, genau. Jo, dann müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ich guck mal gerade, ob es irgendwie Gerüchte gab. Im Moment ist es ja alles sehr schwierig, was zu finden. Anhand von Gerüchten. Es ist halt alles dasselbe. Ich meine, Animal Crossing erscheint am Freitag. Was soll Nintendo jetzt großartig eigentlich noch machen? Ich meine, Nintendo Direct wäre falsch gewesen. Ich finde auch wichtig, dass die Indie World jetzt kommt. Nicht irgendwie erst am Donnerstag, sondern wirklich jetzt. Das ist noch ein guter Zeitabstand. Und ich lese hier eigentlich nur was von Spieleverschiebungen dank dem Coronavirus. Natürlich extrem. Und ich denke mal, das sind auch die Gründe, warum auch kann Nintendo Direct kommen, weil einfach die Spiele-Releases, Und Spirit 2 trifft, das hat es gut zusammengefasst. Er hat gefühlt nichts mehr mitbekommen, seit dem Covid-19 quasi Thema wurde. Und da muss ich dir halt auch recht geben, aktuell geht es halt gerade nur noch um den Virus und es geht halt auch nicht, also man kann sich auch nicht mehr so auf sein Lieblingshobby konzentrieren, so geht es mir gerade aktuell. Man beschäftigt sich natürlich auch ein bisschen um seine Existenz, um sein Leben
Und dahinter stecken natürlich auch Schicksale, die jetzt auch viele Familien und Menschen erleiden müssen. Ich selber würde das irgendwie auffangen können, klar, das wäre schon irgendwie okay. Aber es gibt auch sicherlich Menschen, die davon halt große Probleme kriegen. Das muss man halt auch sagen. Ich gucke mal eigentlich, dass ich immer hier hingucke. Nicht immer in die Kamera, was liegt einfach daran, dass ich halt mein Desktop vor mir habe. Aber ihr könnt mich sehen und das finde ich gut, weil ich gucke gerade so ein bisschen nach Gerüchten. Aber aktuell ist es halt, er hat das Gefühl, man hat hier gerade so eine Art zweite Weihnachten. So zweite Weihnachtsseason oder halt nach Post-Weihnachtsseason, wo es eher wenig News gibt. Gefühlt natürlich, morgen wird Sony ihre PlayStation 5 mal ein bisschen enthüllen, die technische Seite, wo es bei der neuen Generation auch wirklich nur um Technik geht. Sehr nicht innovativ, meiner Meinung nach. Die Technik dahinter ist zwar interessant, auch das schnelle Laden und dass man ein Spiel unterbrechen kann und wieder von dort anfangen kann, wo man war. Hat die Switch eigentlich auch, dann heißt auch Standby-Funktion. Aber ich finde es halt trotzdem ziemlich unkreativ, wenn man halt nur jetzt auf Technik setzt. So geht es mir halt. So, wir befinden uns noch 5 Minuten entfernt. Boah, dann gucken wir mal. So. Ja, ansonsten indie-mäßig. Also, ich könnte mir vorstellen, Hollow Knight ist. Wie heißt das? Das ist eine zweite Teil von Hollow Knight. Silk Knight? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird heute Thema werden. Ich glaube, wir werden heute auch eventuell noch so eine kleine Indie-Überraschung kennenlernen, die geheim war, wovon wir eigentlich nichts wussten, glaube ich, persönlich. Ja. Also, bin ich mal gespannt. Ori, na gut, Ori wurde der erste Teil kam ja für die Switch heraus. Der zweite Teil glaube ich eher gerade nicht. Und gerade der Ori 2 nicht gut auf der Xbox One, auf der normalen, glaube auf der S ebenfalls nicht gut funktionieren. Glaube ich nicht, dass Ori 2 für Switch kommt. Ich glaube eher, da wird eventuell noch. Das wird doch die Xbox-Exklusivität, beziehungsweise halt in diesem Kreislauf von der Xbox, also auch dem PC inklusive, wird so ein bisschen genießen, bevor es überhaupt Gedanken gibt, eine Switch-Version zu verwirklichen. Meiner Meinung nach. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert. Würde es mir auch wünschen. Ich habe aber Ori 1 eigentlich auch nie gespielt. Ich habe nur gehört, wie geil es ist und ich will es auch gerne nachholen. Allerdings ist die Zeit halt auch immer gerne beschränkt im Leben. So, da muss man natürlich mal sich die Prioritäten raussuchen, was man machen will. Wenn ich Endtower aufhören würde, dann hätte ich Zeit für alles, aber mit Endtower fast unmöglich, glaubt mir, Leute. Das ist nicht. Für Erfolg muss man kämpfen, muss man arbeiten. Das machen wir bei Endtower. Und Zeit für Videospiele selbst hat man dann eher wenig. Und das ist natürlich auch schade, ne? Meistens. Aber das gehört dazu. Und irgendwie mag ich das auch gerne mehr über die Industrie zu berichten, als über, keine Ahnung, um quasi Videos dauerhaft aufzunehmen, 10 Stunden lang, wie ich ein Videospiel spiele. Das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Und finde ich auch persönlich richtig nervig. Ich mag eher die Geschichte dahinter. Spirit schreibt, du hast doch mehr Zeit. Naja, eigentlich eher weniger. Ich arbeite aktuell ja, bin zwar Vater, aber wenn man Vater ist, dann wird es noch weniger, glaub mir. Kein Vorwurf, aber es ist einfach so. Ja, guti, wir sind noch, ich muss kurz gucken, noch 2 Minuten entfernt. Ich werde auch gleich den Bildschirm wechseln. Und dann, ja, finde ich immer nervig. Man sieht immer leicht den Greenscreen noch, aber man kriegt es nicht ganz weg. Guck mal die Gegend hier an. Schön, ne? Den besten Platz habe ich mir herausgefunden. So. Ich brauche eine bessere Beleuchtung. Ja, ich habe schon, ich habe eigentlich schon hier 2 Lampen, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich kleiner bin, dann wird es besser. Okay, so, ich brauche mal eine andere Kamera mittlerweile. Ich brauche irgendwie, ich habe die Kamera mit 2013 geholt. Oh Gott, ich muss jetzt mal ein Bildschirm wechseln. So, noch 1 Minute 17 sehe ich gerade. Ich aktualisiere nochmal ganz kurz hier. So.
So, mal gucken, ne? Sodele, ihr müsst mich jetzt sehen, ne? Mit dem Bildschirm hier. Ich werde auch den Chat im Auge behalten. Falls irgendwas sein sollte, dann haut raus, gell? Goodie. Noch 3 Sekunden. Ey, durch dank dem Bildschirm hat man so ein bisschen Nintendo Direct Feeling, finde ich. Stell mal vor, heute wäre jetzt Nintendo Direct. Meine Güte, wäre das cool, ne? So was nachgucken. Okay, also mein Mikrofon klingt anscheinend richtig gut. Falls es soundtechnisch mit der Indie-World-Präsentation nicht so gut klingen sollte, dann schreibt einfach im Chat, ich korrigiere dann einfach mal ein bisschen lauter. Dann passt schon, ne? So, ich würde sagen, jetzt genießen wir einfach mal die Indie-World. Für 20 Minuten geht sie, glaube ich, und dann schauen wir weiter. PEGI 16. PEGI 16. Was ist das denn? Oha, das habe ich immer mal gesehen. Ich bin eigentlich bei Indie-Games gar nicht mal so gut. Ich habe schlechte Wiedererkennungserfahrung, sage ich jetzt mal. Einer schreibt gekauft. Was ist es denn? Schreibt doch gerne in den Chat, ich lese es gerne. Ich habe es immer mal gesehen. Hat ein bisschen was von Zelda, ne? Blue Fire. Hab ich immer mal gehört, oder ist das neu? Hi everyone and welcome to Indie World, a sneak peek at some exciting indie games coming to Nintendo Switch. I'm John Vignacchi. And I'm Sam Robertson. And that was the world premiere of Oha. From Graffiti Games and Argentina-based Roby Studios. Embark on a journey to a Weltpremiere, okay. Filled with deadly adversaries and collectibles aplenty. Oha. 3D platforming challenges in a strange place called the Void. A dark world awaits when Blue Fire launches first on Nintendo Switch. Sommer 2020. This summer. Ciao a tutti, sono Fabio Caponi, art director di Napsteam, un piccolo team di solo due persone. E sono davvero felice di potervi presentare Baldo. Baldo. Da fan dei grandi action adventure RPG e degli iconici anime giapponesi, abbiamo sempre sognato di fare qualcosa che unisse le due cose. Volevamo un gioco che fosse un viaggio in un mondo magico, ricco di personaggi fantastici, di dungeon complessi da affrontare, enigmi da risolvere, un viaggio che noi stessi avremmo voluto affrontare. Quindi speriamo davvero che Baldo vi possa appassionare e toccare il cuore come ha fatto con noi. I really dig this art style. It Wow, das reminds sieht me aus wie of Ni my no Kuni favorite aus. classic anime films. Yeah, totally. And on top of that, it's got a Wow. rich cast of characters, incredible destinations, and an epic storyline full of intriguing secrets. Exploring this action-adventure RPG's open Sieht gar world, nicht mal so schlecht solving aus, ne? puzzles, Hat schon digging was. through all those dungeons is going to take some serious time, folks. So be sure to set some aside when Baldo releases first on Nintendo Switch as a timed console exclusive this summer. Zeitexklusiv, okay. Interessant. Oh, Annapurna. This is Shelmiston, a small but remarkable island in the North Atlantic with a long, strange history. Oh, Okay. I'm Maurice Lupton. I've lived here all my life. I've been curating the stories of this unique place for years, and here it is, my museum. But lately, well, it seems like I can do new things.
And, well, it's not a big deal, but I should mention at this point, I am dead. Okay. Okay. Klingt irgendwie interessant. So, this may be my inner goth talking, but I'm dying to explore the afterlife. And I'm dying to try out those ghostly powers, Sam. X-ray vision, sign me up. Although, from what I hear, Shelmerston may not be long for this world. But unraveling the tiny island's ancient mysteries is going to be what saves it. You know, UK-based developer Hollow Ponds and Richard Hogg, these guys know their way around charming puzzles. And I can't wait to solve them when I Am Dead launches first on Nintendo Switch as a timed exclusive later this year. Okay. I'm gespannt. Hi everyone, my name is Heather Bellavo, and I'm the director of production at TikTok Games. Hi there, I'm Melissa. I'm one of the producers and the marketing lead. We're here today to introduce you to our newest title, Bark. Bark. Bark is a 2D side-scrolling co-op space shooter where you play as one of four. Sie liest ab, das liest man. From crazy robots. This is a family-focused game that builds a cooperative spirit while still encouraging competition. We hope you enjoy playing this title as much as we enjoyed making it. In this whimsical side-scrolling shooter from California's TikTok Games, team up with your critter companions to defeat enemies, collect coins, upgrade ships, and take out the bad guys. Okay. Sieht aber doch ganz cool aus, finde ich sogar. Easy Couch Co-op, this adorable party game is a meowvelous fit for family gaming. Bark blasts off first as a timed console exclusive on Nintendo Switch in late 2020. Oi, 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 oi. Hey everyone, I'm Chris Wilson, creator of Cyanide and Happiness, and joining us today is a hideous mutant freak. Hi Chris, thanks for having me. Now freak, everybody's wondering, what happened to your face? Glad you asked. I, like many of my loved ones, was minding my own business when the apocalypse happened, destroying nearly everything and leaving us what? All horribly mutated. Well now, that's a heck of a way to start the day. I'll tell you what, nothing wakes you up like discovering you can now breathe through your tear ducts. Gosh, well, now that you're so hard to look at, where can the audience see what you've been up to? You can find me in the brand new adventure game, Freakpocalypse, where you can explore, solve puzzles, and try to survive in what's left of our terrible world. And be sure to keep an eye out for me. I'm the one that's not dead. Okay. I'll definitely check it out. Don't go anywhere. We'll be right back after the break. No, you won't. Chris? Chris? While we're waiting for Chris, you guys get ready for a world full of weirdness. Cyanide and wow. Freakpocalypse launches first as a timed console exclusive on Nintendo Switch. Das ist lustig. Alles zeitexklusiv. Un estudio español situado en Valencia. Os presentamos nuestro nuevo videojuego. Summer in Mara es una aventura tropical que cuenta la historia de Koa, una niña que deja su hogar para descubrir los secretos del océano. Hemos creado una aventura sobre el crecimiento y sobre cuidar la naturaleza. En Chibig hacemos juegos de granjas en lugares insólitos. En Summer in Mara tendrás tu propia isla que cuidar y además un barco con el que explorar el océano. Con más de 30 islas que descubrir y una veintena de personajes a los que ayudar, tendrás mucho que hacer. Relájate, disfruta y nos vemos en Mara. It might be tempting to just kick back and catch some rays when you hit the beach in Summer in Mara. But the ocean calls you to fulfill your destiny, and mysteries await. Yeah, like, what's up with that gigantic rock thing right there on your island? Make friends, farm, explore, and craft as Koa's adventure unfolds in a vibrant world with weather events and a day-night cycle. And contrary to its name, you're not gonna have to wait until summer to play this game. Because Summer in Mara's first port of call is Nintendo Switch. As a timed console exclusive, this wie Zeit exklusiv. Players on Nintendo Switch will be the first to get these timed exclusive Oha. In-game clothes and backpack. Nice. Schau ganz nett aus. My name is Baltasar Roger from Nimble Giant, a game development studio in Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires. Quantum League is a first-person shooter with a unique time loop mechanic that allows you to team up with your future and past selves in 1v1 and 2v2 online battles. In this game, causality isn't fixed, and you can change the outcome of a round each time it rewinds. It's like your favorite time travel movie mixed with a highly competitive FPS,
We sincerely hope you'll enjoy Quantum League. This online FPS is a bit of a brain bender, but once you wrap your head around the nifty time paradox mechanic, the possibilities are positively mind-boggling. So check this out. In each consecutive round of a match, you're joined by clones. Uh-huh. These are echoes of your past self, and they mimic your previous movements through the arena. Plan your actions each round strategically, and you and your clones can feint opponents into some very... Das sieht schon irgendwie ganz cool aus, aber... Quantum League Time Warps on the Nintendo Switch. Ich vermute, das ist wieder so eine Totgeburt. Keine Ahnung. これ、コールプレだ。現在開発中のザ・グッドライフが任天堂スイッチでも発売されることを正式に発表させていただきます。ザ・グッドライフはイギリスの田舎町を舞台にした借金返済RPGです。世界一幸福な町と言われるレイニーウッズ。でもこの町にはとんでもない秘密が隠されていました。夜になると人々は犬や猫に変身してしまうんです。他にはない 不思議で奇妙なゲームをお届けします。2020年発売。期待してお待ちください。 Hope you're ready to use your feline skills and canine prowess to pay off that debt and solve a murder along the way. Small tasks. But luckily each of your form all tasks. Irgendwie hängt's gerade, oder? Die Direct, die Indie World. Skills that'll help along the way. And there's no way I can resist a game in which the main form of transportation... Irgendwie sieht das richtig kacke aus. Enjoy the bizarre charm of Rainy Woods when The Good Life launches. Das sieht furchtbar aus. Hi, I'm Sean Murray. And I'm Stephen Burgess. And we're here at Hello Games in the UK. We'd like to show you a little of a game we're working on called The Last Campfire. I'm the designer on The Last Campfire. It's a game about Ember, who's become lost and is searching for a way home. The game means a great deal to me and the team, and we were trying to make something about compassion, empathy, and finding hope. We really hope you like it. Wir haben schon die Hälfte rum, ne? Und die Musik ist cool, finde ich. Zum Glück streame ich nicht mehr auf YouTube, sonst wäre der Stream längst gebannt. Das sieht aber ziemlich nice aus, muss ich sagen. Wow. Sehr cool. Musik, also ich mag so Musik total auch. Ziemlich nice. Wow. Coole Sache. Hello Games, known for the vast galactic exploration of No Man's Ach, okay. Altogether more intimate adventure with this new game. Nicht schlecht. A truly moving tale about rekindling hope. When The Last Campfire launches for Nintendo Switch this summer. Jetzt kommt No Man's Sky noch für Switch. Games with immersive techno beats and sleek stylistic visuals, multimedia artist Bayon and Kyoto-based Q Games have got you covered. In Pixel Junk Eden 2, stages generate in real time based on your actions as you guide an inquisitive little creature called a Grimp on a journey to save its fellow Grimps and restore their gardens. Each choice you make, from which Grimp you control to how you enhance and maneuver them, gives rise to a distinct sensory experience. Enjoy this wonderland alone or with a friend via local multiplayer when Pixel Junk Eden 2 launches on Nintendo Switch this summer. Every good strategy game has its share of risks and rewards. So enter the world of Faria at your own risk.
Because the reward is that Belgian developer Abercam's card game truly comes to life. And really puts your strategic skills to the test. As you craft not only your ich bin persönlich kein Karten- oder halt so Strategie-Spielfan. Das spricht mich jetzt gar nicht an. Tut's echt nicht. Plus, there are online co-op missions and some puzzles on the side too. The Nintendo Switch version of Faria comes with 4 free cosmetic packs available to download for free for a limited time when the game launches later this spring. And after that, they'll be available as in-game purchases. It's grim. It's dark. It's tough to master. Ja, jetzt kommt viel wieder so Slaying Gods is no kleines Zeug, ne? The bragging rights? Legendary. In this brutal boss rush battler, timing and precision are paramount. And you guys are going to want to pay attention to your loadout here too, because combat customization and unlockable talents and abilities, they're all key to your survival. Be among the first to take up the challenge when Eldest Souls launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this summer. All right, everybody, so we're almost out of time today, but before we go, we'd like to share a quick peek at a few more indie games that are okay. being done by some amazing developers around the world. Mal gespannt, ne? I think it still works. Ach, Blair Witch kommt für Switch? Ja, das ist ja nice. Ja, wow, aber es sieht definitiv gedowngraded aus, wow. Ghost of a Tale, okay. Boah, sah das Blair Witch aber mega gedowngraded aus, boah, übel. Sky, okay. Sky Racket. Boah. Typisches Pixel-Look-Spiel, ne? Super Laminal. Aha. Wingspan. Okay. Dicey Dungeons. Okay. Das sieht sehr classic aus, ne? So. Bounty Battle. Aha. Boah. Moving Out, das sieht irgendwie lustig aus. Das könnte Team 17, okay? Stimmt. Haben sie, glaube ich, schon vorher angekündigt. Das sieht so nach einem typischen, so, Overcooked aus, ne? Bloß halt mit Umzugskartons. Well, everybody, it was a pleasure. And it still is, because we have eine Sache, wie immer halt, ne? Fire it up. The past has been erased. A paradox created, yet the Gungeon remains. Ah, das kennt man doch. Oh. Wie heißt das Spiel? Ja, das kennt man doch. Aber meine Güte. Könnt ihr erstmal schreiben, wenn ich es lesen kann? Ah, oh, es gibt so viele Indie-Spiele mittlerweile. Ich kann die Namen mittlerweile nicht mehr auswendig. Sieht aber lustig aus. Exit Gungeon. Whether you dared to enter the Gungeon or not. Ja, man kennt ja den ersten Teil, aber boah, ist in Ordnung, gell? Has somehow managed to make the Arsenal Pact extravaganza we know as the Gungeon even more intense, packing it with hundreds of weapons and items. Muss aber sagen, die Indie World war jetzt gar nicht mal so geil. War halt schon ein bisschen war okay. Ui, direkt nach der Präsentation schon. Das ist wirklich eine Überraschung. So. It's over. For real this time. But on behalf of Nintendo, we just want to take a minute to say thank you to our Indie World community and all the developers out there that are just as passionate about indie games as all you fans that play them on Nintendo Switch.
And thanks to all of you for tuning in. Until next time, happy gaming. Ja, das war's. Jetzt wäre Nintendo Direct noch geil. So, ja Leute, das war die Indie World. Ja, war okay, gell? Also war okay. Aber ich hatte jetzt selber, also Silksong, Hollow Knight war jetzt gar nichts. Schade eigentlich, ne? Man könnte mal meinen, dass das Spiel mal endlich angekündigt wird, aber schade, schade. Was war denn euer Highlight? So, ich meine, es gab echt schon gute Titel, gell? Gerade das von Hello Games und so war mega cool zum Beispiel. War schon cool, ja. Aber ja, ich glaube, man sehnt sich einfach noch so sehr an einer normalen Nintendo Direct. Das ist halt einfach, liegt halt einfach gerade in unserer Natur, glaube ich. Aber hey, die kriegen wir bestimmt dann vielleicht nächste Woche, ne? Ja. So, ja gut, dann würde ich sagen, ja, Blue Fire, der Zelda-Klon, klar, der am Anfang gezeigt wurde, das war auch schon ziemlich cool, muss man sagen. Das sah schon echt geil aus. Ja. Ja, gut. Ich guck gerade nochmal durch, aber The Last Campfire, ja, das war auf jeden Fall geil. Das war ziemlich cool. Ja, Blair Witch, muss ich sagen, war ich ein bisschen vom Downgrade der Grafik. Ist halt klar, ne? Mit der Switch hat man nicht unendlich Möglichkeiten. Natürlich wollen die Entwickler ihre Spiele auf der Switch bringen, aufgrund höherer Reichweite und so. Aber halt in welchem Preis, ne? Und den Preis sieht man halt, ne? So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Twitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Wir machen öfters mal Livestreams und haben wir hier das eine oder das andere Mal, was wir euch zeigen können. So, jetzt, ich hoffe, ihr freut euch auf Dings, auf Animal Crossing am Freitag, wenn ihr es überhaupt kriegt. Das ist gerade ja ziemlich schwer. Die ganzen Elektrogeschäfte machen ja stellenweise ja auch nicht auf, weil es einfach nicht lebensnotwendig aktuell ist. Ist so, ja. Ich habe auch schon mal geguckt, ob ich irgendwie Animal Crossing kriege, aber gerade keinerlei ja, Chance. Beziehungsweise, ich will es ja Retail. Ich habe es ja schon getestet, ich habe es ja schon ziemlich lange gespielt, aber trotzdem. Man will es ja irgendwie dann trotzdem noch mit den anderen zum Beispiel gleichzeitig anfangen und so weiter. Ich würde es einfach gerne geboxt haben. So, ich habe voll die Erwartungen hier. So. Meine Frau kriegt zum Beispiel die Nintendo Switch im Animal Crossing Style quasi, kriegt sie von mir geschenkt. So toll bin ich. Ja, und ich hoffe, dass halt Amazon heute DHL sie liefert ohne Probleme. Ne? Bin ich mal gespannt, aber sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache Schluss und alle News gleich auf ntau.de. Versprochen. Ciao.